Für einen Moment waren alle Streitigkeiten vergessen, denn bei der Verleihung der Diana Awards am 30. Juni stand ausnahmsweise nicht der Zwist von Prinz Harry und Prinz William im Vordergrund, sondern ihre Gemeinsamkeit. Zusammen ehrten sie ihre Mutter, Prinzessin Diana. Der Streit begann nach dem royalen Ausstieg Harrys und seiner Frau, Herzogin Meghan. Doch immer mal wieder gibt es Anlässe, die so wichtig sind, dass alle royalen Familienmitglieder gute Miene zum bösen Spiel machen. Die Krönung von König Charles III. War so ein Beispiel. Und nun gab es mit den Diana Awards wieder einen Termin im Kalender der Prinzenbrüder, der sie dazu veranlasste, ihre Meinungsverschiedenheiten beiseite zu schieben. Auch wenn sie hier nicht physisch aufeinander trafen, so trug doch jeder der beiden Männer seinen Teil zum Gelingen der Verleihung bei. Sowohl Harry als auch William beteiligten sich am Freitag mit Videobotschaften an der Zeremonie, bei der junge Menschen für ihren Einsatz für eine bessere Welt geehrt werden. Der Award solle daran erinnern, so William, dass junge Leute wahrlich die Welt verändern können, wenn man ihnen die nötigen Werkzeuge und Möglichkeiten dafür zur Verfügung stellt, die es braucht, um einen Unterschied zu machen. Daran glaubte auch meine Mutter und ich bin stolz, diesen Glauben in ihrem Namen weiterzuführen.